Servus, Freunde des Ballsports. Heute ein Thema, was eigentlich nichts so wirklich mit der Bundesliga zu tun hat. Es geht um Jürgen Klopp. Denn da muss man ganz klar sagen, bei ihm, da läuft es wirklich rückwärts und bergab. Und man hat in 7 Pflichtspielen in 2023 lediglich ein einziges Spiel gewonnen. Und jetzt könnte es eben sein, dass das passiert, was niemand für möglich gehalten hat. Nämlich, dass Jürgen Klopp seinen Hut nehmen muss und den FC Liverpool verlassen muss. Alles dazu heute hier in diesem Video. Vorab wie immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um auch solche Themen nicht zu verpassen, gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. Ich mache ja eigentlich nur mit der Bundesliga, aber gerade bei so einem deutschen Trainer, so einer deutschen Trainer-Ikone, finde ich, sollte man auch nochmal ein Video dazu machen. So zumindest meine Meinung, damit aber jetzt auch schon rein ins Thema. Ich habe euch bereits die Statistik gesagt, 7 Spiele, nur ein einziger Sieg, 2 Unentschieden, das ist für eine Mannschaft wie Liverpool absolut zu wenig. Und wenn man sich die Premier League-Tabelle anguckt, ja, dann wird einem schon fast ein bisschen schwindelig. Liverpool ist auf dem 10. Platz. Punkte zum Erstplatzierten sind tatsächlich 22 Punkte und man hat selber nur 29 Punkte. Das sind Zahlen, die kennen wir natürlich so absolut nicht von Liverpool. Und jetzt soll es so sein, dass bereits 2 absolute Liverpool-Stars ihren Berater sogar noch gewechselt haben. Nämlich Harvey Elliott und Virgil van Dijk, die haben die Berateragentur gewechselt und sowas. Das deutet ja immer sehr, sehr stark auf einen Transfer hin. Ähnlich sieht es bei Naby Keita aus, denn der ist auch absolut nicht zufrieden und wird den Verein wohl im Sommer verlassen. Und gerade nach dem letzten Spiel, da verlor man 3:0 in der Premier League und da hatte Jürgen Klopp wirklich sehr, sehr krasse Worte gefunden. Die Darbietung seiner Mannschaft sei, Zitat, sehr frustrierend, sehr enttäuschend. Der Start ins Spiel war schrecklich, absolut schrecklich. Es war das Gegenteil von dem, was wir tun wollten. Man hat also wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft schon fast gegen Jürgen Klopp spielt und das ist natürlich immer ein ganz klares Zeichen, dass man vielleicht eine Änderung herbeiführen muss. Es ist mal wieder das 7. Jahr von Jürgen Klopp. Damals bei Mainz war es nach 7 Jahren so, dass es nicht lief und er musste gehen. Bei Dortmund war es nach 7 Jahren so, dass er gegangen ist und jetzt ist man wieder im 7. Jahr bei Liverpool und möglicherweise muss er jetzt eben gehen. So zumindest berichtet auch die englische Zeitung The Sun. Denn da wird jetzt eben spekuliert, dass wenn Jürgen Klopp quasi nicht durch den Verein gegangen wird, sage ich mal, dass möglicherweise Jürgen Klopp wohl auch selber erhobenen Hauptes den Verein verlassen wird und sagen wird, ja, das war's dann wohl. Und er muss dann irgendwo auch die Notbremse ziehen, weil ihm natürlich auch das Vereinswohlergehen am Herzen liegt und er selber natürlich nicht möchte, dass Liverpool so dasteht, wie sie gerade dastehen. Und wenn der Verein nicht reagieren kann, weil auch die Fans natürlich weiterhin hinter Jürgen Klopp stehen, dann muss er vielleicht selber die Notbremse ziehen und den Verein verlassen. Und was er danach macht, wenn er irgendwann mal Liverpool verlassen sollte, das ist natürlich noch gar nicht fest. Ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwann mal Bundestrainer wird. Das wäre eine absolute Bereicherung. Und ich sag mal so, der Posten wäre im nächsten Jahr frei. Er hätte also noch etwas Zeit, um ja möglicherweise ein bisschen Urlaub zu machen. Ja, muss man aber mal schauen, ob es dann wirklich so weit kommen wird. Ich bin gespannt, wie gesagt, auch der englischen Sun gibt es da auf jeden Fall auf allen Seiten wohl die Gedanken, möglicherweise die Zusammenarbeit zu beenden, auf Vereinsseite, auf Seiten von Jürgen Klopp. Die einzigen, die noch weiter hinter ihm stehen, sind eigentlich die Fans und wenn man sich so die Spiele der Mannschaft anguckt, hat man eben das Gefühl, dass er auch schon so ein bisschen die Mannschaft verloren hat. So zumindest meine Einschätzung der Dinge. Was meint ihr? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.